Ich lernte einen Mann des etwas älteren Jahrgangs kennen. Ich würde ihn so auf 50 Jahre einschätzen. Und er war halt auch gesundheitlich nicht ganz in Form. Also er trug ein Fass vor sich mit. Oh mein Gott! Sowas stört mich natürlich nicht. Jeder ist selbst verantwortlich für seinen Körper. Und als wir dann mehrere Stunden miteinander redeten, hat er mir auch ein bisschen über seinen Lebensstil erzählt. Also, dass er schon seit Jahren keinen Sport mehr macht, dass er halt jeden Abend ein Bier trinkt, also ein Feierabendbier, sehr viel Fleisch isst und so weiter. Yummy. Auch raucht dieser Mann und da hat es mich eigentlich nicht gewundert, dass der gute Mann so in dieser Form war, dass er halt übergewichtig war, dass er halt kränklich war und auch hier gesundheitliche Probleme hat. Verwundert hat er mich erst dann, als er behauptete, dass er nicht durch das Bier, durch die mangelnde Bewegung, durch die Zigaretten, durch seine Essgewohnheit bzw. seine Ernährung so übergewichtig geworden ist bzw. krank, sondern, jetzt haltet euch fest, durch Chemtrails. What? Ich möchte jetzt hier keine Diskussion starten, ob es jetzt Chemtrails gibt oder nicht, weil die Diskussionen darum sehr toxisch sein können. Da soll bitte jeder selbst seine Recherchen machen und auch für sich seine Meinung und auch sein Urteil bilden. Mir geht es einfach nur um diesen psychologischen Aspekt, den ich auch in vielen Bereichen jetzt unabhängig von Chemtrails sehe, dass die Leute Sachen für ihre miserable gesundheitliche Verfassung geben, die sehr weit hergeholt sind. Ich höre oft in Anführungszeichen solche Ausreden. Neben den Chemtrails werden noch andere Sachen erwähnt, wie beispielsweise 5G oder auch die Spike-Proteine durch Corona oder auch die Impfungen, die ganzen Ansteckungen oder die Gene sind bei mir schuld. Das sind höchstens einige Bausteine von vielen, warum die Menschen krank werden. Beispiel bei mir, ich bin ja auch jetzt Chemtrails beispielsweise ausgesetzt. Ich bin ja auch 5G ausgesetzt. Ich bin auch ungeimpft und bin auch die ganze Zeit rumgelaufen, habe mich nicht angesteckt. Ich bin ja auch die ganzen Sachen ausgesetzt. Warum bin ich jetzt nicht betroffen? Ich bin da auch nicht einmal krank geworden in den letzten 7 Jahren, obwohl ich auch Sachen mache, die ziemlich unbeschreiblich auch sind für die meisten hier. Jetzt werden einige behaupten, ja, du bist noch recht jung, bist sportlich aktiv. Ja, dieses sportlich aktiv ist ein Punkt. Dieses ich bin jung zähle ich jetzt auch wieder als eine Art Ausrede, einfach aus dem Grund, weil ich halt auch sehr viele junge Leute kenne mit 19, 20, 21, 22, die Probleme mit ihrem Rücken haben, die starke gesundheitliche Probleme haben und ich kenne auch sehr viele, die sind schon im jungen Alter kränker als jemand, der 40 ist und halt ein natürliches Leben führt und genau diesen Punkt möchte ich hier auch ansprechen. Die meisten Leute, die ich kennenlerne und dann solche Aussagen machen, dass sie krank werden durch Chemtrails, dass sie nur durch die Spike-Proteine krank werden, dann frage ich mal nach, so wie ihre Lebenssituation ist, was ihre Gewohnheiten sind und dann wundert es mich ehrlich gesagt nicht, warum sie krank werden, weil sie halt so viele Aspekte haben, die halt fernab von einem natürlichen Leben sind. Was meine ich denn damit genau? Jetzt als Beispiel, was ich mache, ich bin an der frischen Luft sehr viel draußen, tank Sonne für mein Vitamin D, tu auch basisch baden, habe ein Video auch dazu gemacht, warum basisches Baden sehr wertvoll für die Gesundheit ist, das werde ich dir unten verlinken. Dann habe ich auch eine starke körperliche Auslastung, das heißt, ich mache meine Stunde Krafttraining, mache auch Cardio, mache auch Kampfkunst, einfach solche Aspekte, die halt mit dazugehören, Dehnungen, Atemübungen, das machen halt sehr wenige. Schlaf ist auch ein wichtiger Punkt da, der mit reinspielt. Das heißt, du brauchst einen erholsamen Schlaf, damit du auch weiterhin gesund bleibst. Regelmäßiges Fasten gehört da bei mir auch dazu. Oder zumindest Intervallfasten integrieren. Und auch, was für mich ein wichtiger Punkt ist, weil sich es halt für mich super integriert hat bzw. auch bewährt hat, ist die pflanzliche Rohkost bzw. die schleimfreie Übergangskost, um halt hier den Körper auch langfristig zu entgiften, damit er halt nicht mehr krank wird. Allerdings ist es halt auch, das alles zu etablieren, mit sehr viel Aufwand in Verbindung gebracht. Da brauchst du sehr viel Disziplin, musst halt neue Gewohnheiten etablieren und dazu sind halt viele nicht in der Lage. Viele wollen zum Beispiel abnehmen, viele wollen Muskeln aufbauen, viele wollen einfach abnehmen, schaffen es einfach nicht, weil sie halt ihre Gewohnheiten nicht ändern oder auch ihr Mindset nicht umprogrammieren und sich einfach auch die Zeit und auch die Muße nehmen, sich mit den ganzen Thematiken zu beschäftigen, um halt einen neuen Lebenswandel zu integrieren. Da gibt man halt einfach irgendeine Sache im Außen einfach die Schuld, sagt, ich habe seit 10 Jahren habe ich diese Lebensweise führen können und plötzlich bin ich krank geworden, ach, das muss wegen den Chemtrails gewesen sein. Ach, das muss wegen den Corona-Impfungen sein. Ach, das muss wegen den Spike-Proteinen sein. Also man sucht sich einfach die Ausrede, die einfach ist, damit man seine Gewohnheiten nicht ändert, obwohl man schon seit Jahren
diese schlechte Lebensweise führt. Und das ist ja dieses perfide, das ist ja dieses exponentielle Denken, was wir nicht haben. Wir denken halt im Moment und nicht langfristig. So viele Leute essen regelmäßig Fastfood, trinken Alkohol, führen eine katastrophale Lebensweise. Klappt in den ersten Jahren wunderbar, aber dann mit 30 und mit 40 kennt ihr bestimmt auch Leute bei euch im Freundeskreis damals oder auch in der Verwandtschaft, die dann plötzlich gesundheitliche Probleme auf einmal haben und dann sich zurücksehen, ja, in der Jugend konnte ich X, Y und Z machen, konnte den ganzen Tag feiern gehen, jetzt kann ich das nicht mehr, mein Körper lässt nach. Blöd. Dafür hat man eine Kette von vielen ungesunden Sachen gemacht, dass es bis dahin gekommen ist. Um das halt loszuwerden, brauchst du halt eine ganzheitliche, natürliche Lebensweise mit den Sachen, die ich euch erwähnt habe und auch natürlich mit der Psychologie, wenig Stress, Mindset, sich auch mal mit den ganzen Konflikten und Programmen beschäftigen, die man hat, auch Trauma auflösen, gehört alles mit dazu, ist ein langer Weg, aber wer wirklich gesund werden möchte, sollte sich mal auf den Weg machen, das auch umzusetzen und natürlich auch die Geduld hier mitbringen. Passiert nicht von heute auf morgen. Schlag dir auch die Denkweise aus dem Kopf, dass es vor wenigen Wochen passiert. Das ist ein Weg über Jahre hinweg und diesen Prozess solltest du auch wirklich genießen lernen. Das heißt ja immer, der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist wichtig, natürlich, damit du nicht rumtrödelst, aber du sollst auch den Weg, den Prozess genießen lernen, damit du dir jetzt hier nicht unnötig Stress machst. Yummy.